Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt von mir. Das Ganze ist Factorio, wie ihr hier sehen könnt. Und es ist eher ungewöhnlich, weil es nichts Rollenspieltechnisches in dem Sinn hat. Aber ich liebe eigentlich solche Spiele. Also ich spiele sehr viele so Dinge dieser Art. Nur ich bin da nicht besonders berühmt drin. Deswegen mache ich da eigentlich kein Let's Play von. Aber Factorio ist einfach ein Spiel, was mir unglaublich viel Spaß macht. Und ich habe es jetzt noch gar nicht so viel gespielt, weil ich mich auch immer ein bisschen von losreißen muss. Und für die, die es überhaupt gar nicht kennen, es geht halt darum, dass man auf einem Planeten notgelandet ist mit einer Rettungskapsel als einziger Überlebender. Und dass man jetzt dann auf dem Planeten die ganzen Ressourcen, die zur Verfügung stehen, nutzen muss, um irgendwann letztlich sich ein Schiff zu bauen, mit dem man wieder von diesem Planeten runter kann. Das Ganze klingt vielleicht vertraut für diejenigen, die RimWorld auch spielen. Aber anders als in RimWorld geht es halt hier nicht darum, dass auch noch soziale Interaktion zwischen den Gestrandeten wichtig ist. Hier ist auch Nahrung überhaupt kein Thema. Also hier geht es nicht um Nahrungsproduktion oder Kleidung und alles, was man ja in RimWorld auch noch mit braucht. Und wo eben auch solche Sachen wie der eine kann den anderen nicht leiden und dann gibt es eine Liebesbeziehung zwischen zwei, dann trennen die sich und dann gibt es den totalen Knatsch. Das passiert hier alles nicht, weil wir eben ganz alleine sind und es kommt auch niemand dazu. In dem Fall ist es wirklich der Planet und wir sind allein miteinander. Beziehungsweise, nein, nicht ganz. Es gibt Bewohner dieses Planeten, sag ich mal. Mich erinnern die optisch immer an die Zerg. Also die sind irgendwie so ein bisschen käferartig, insektoid und schwärmen auch gerne mal. Und bei denen macht sich das halt bemerkbar, wie wir Einfluss auf die auf das Ökosystem des Planeten nehmen. Also durch diese Fabrik, die wir hier so bauen, wird natürlich die Umwelt verschmutzt und es kann passieren, dass diese Aliens mutieren. Und letztlich geht es halt wirklich darum, dass wir diese ganzen Ressourcen automatisiert abbauen, verarbeiten und dann weiterverarbeiten. Deswegen bauen wir halt wirklich eine Fabrik. Also wenn man sich so Let's Plays oder auch einfach nur die Videos von Factorio anschaut, auf der hier zum Beispiel bei Steam, dann sieht man ja schon, worauf es hinausläuft. Und am Anfang war ich total skeptisch und dann habe ich angefangen, mich da ein bisschen mehr mit zu beschäftigen und habe es mir dann letztlich doch dieses Jahr endlich gekauft, nachdem ich lange drum herum geschlichen bin, weil es wirklich total faszinierend ist, wenn man sieht, wie man das alles so aufbaut und wie diese Produktionsketten ineinander greifen. Und es schadet dann auch nicht, wenn man so ein technisches Grundverständnis hat und vielleicht auch noch ein bisschen Physik und Chemieinteresse hat. Physik ja bei mir, Chemie, aber manche Sachen sind halt wirklich, also wenn man Ölproduktion und wenn man solche Sachen, alle diese komplexen Vorgänge, die ineinander greifen, wenn man die dann versteht und nicht einfach nur anklickt, weil einem das Spiel das vorgibt, dann ist das ja schon spannend. Also es ist, wenn man zum Beispiel, also ich denke mal, wer zum Beispiel irgendwie Minecraft mit der Tekkit-Mod gespielt hat oder so, für den dürfte das auch was sein, weil da hat man ja auch letztlich automatisiert. Ich gehe jetzt einfach mal auf Spielen und ich gehe jetzt nicht auf Kampagne starten, weil die Kampagne ist, wenn ich darauf klicke, wie man sieht, eigentlich nur eine Art Tutorial. Also, wo man wirklich die einzelnen Produktionsschritte kennenlernt. Aber das mache ich jetzt nicht. Das kann man eigentlich alles schön im normalen Spiel erklären. So, hier kann man so diverse Sachen festlegen. Also auch wieder wie bei RimWorld, wo man ja wirklich alles auch bis ins kleinste Detail herstellen kann. Ich nehme eigentlich immer die Vorgaben, wie sie hier sind. Also, ich habe das mal ausprobiert mit verschiedenen Wasserflächengrößen. Da habe ich, als ich klein genommen habe, zu wenig Wasser teilweise gehabt. Wasser nur im Startgebiet ist, da kann man gleich Hardcore spielen irgendwie. Also ich finde Mittel eigentlich überall ganz gut. Man kann die Startgebietgröße noch ändern. Ich finde auch hier Mittel gut.
auch von der Menge und allem. Wenn man da jetzt nicht wirklich irgendwie so ein super duper Hardcore-Spieler ist, dann reicht es eigentlich. Was man nicht machen muss, ist friedlicher Modus, weil die Gegner sowieso nicht sofort angreifen. Also man hat eigentlich relativ viel Zeit, außer die Karte ist jetzt blöd generiert. Man hat eigentlich genug Zeit, dass man so weit kommt, dass man seine Basis durchaus in gewisse Verteidigungsbereitschaft bringen kann, bevor die Aliens angreifen. Zumindest war es bei allen Sachen, die ich bisher gespielt habe. Ich weiß nicht, was Wiederholung aktivieren bedeutet. Keine Ahnung. Und was ich immer nehme, ist ein Seed mit einer Nummer. Und ich habe das die letzten Male, die ich es gespielt habe, immer so gemacht. Ich habe immer das aktuelle Tagesdatum genommen, einfach als Seed. Und mal geguckt, was passiert. Und heute haben wir den 4. Juni, das heißt, ich mache 4.06.2017. So, ich merke mir das jetzt einfach mal. Vielleicht ist es ein guter Seed. Ich habe auch schon mal ein Seed mit meinem Geburtsdatum genommen. Hat sich als Katastrophe rausgestellt. Ist also für Factorio nicht gut. Für RimWorld war das ein idealer Seed und genauso für Minecraft. Aber bei Factorio nicht zu empfehlen. Zumindest nicht, wenn man diese Größenvorgaben nimmt. So, ich mache das jetzt mal generieren. Und es ist schon generiert. Also es dauert halt nicht ewig. So, dies ist das freie Spiel von Factorio. Deine Aufgabe ist es, eine Rakete in den Weltraum zu starten. Dazu musst du ein Raketensilo bauen und eine Rakete mit einem Satelliten starten. Du wirst erweiterte Technologien erforschen müssen, um das Raketensilo freizuschalten. Fange klein an, arbeite dich durch Automatisierung hoch und vergiss nicht, dich vor den Einheimischen zu schützen. Ja, und das trifft es eigentlich schon ganz gut. Das ist jetzt unsere gesamte, also das ist unser Startgebiet jetzt hier, was man so sehen kann auf einen Schwung. Was schon sehr, sehr genial ist, ist dieses mega große Eisenvorkommen mit der Kohle direkt daneben. Da bin ich schon mal begeistert von. Wasser ist hier ein bisschen klein. Guck ich mal. Ah, super. Perfekt. Ja. Das Einzige, was mich ein bisschen traurig stimmt, ist, dass ich hier kein Kupfer sehe. Und dass die Aliens ziemlich nah sind. Das sind... Nein, das ist Öl. Das sind gar nicht die Aliens sind rot. Okay, das ist Rohöl. Das ist auch nicht so weit weg. Aber wo ist Kupfer? Ich hatte das jetzt schon ein paar Mal, dass Kupfer in Bäumen drin war. Und das müsste Kupfer sein. Und das da oben ist Kupfer. Also die Wege sind ein bisschen weiter zum Kupfer. Aber das ist ja alles was, was man Gott sei Dank automatisieren kann. Also das ist eigentlich hier schon ganz gut als Startgebiet. Ich rufe mal die Karte einfach auf. Upsi. Also. Das ist Öl. Das sind keine Aliens. Ich habe mich da gerade echt vertan. Sorry. Die Alienbasen sehen wir hier jetzt gar nicht auf der Karte. Die sind noch außerhalb. Schwarz ist Kohle. Das ist halt Eisenerz. Das ist Stein. Und das ist Rohöl. Und das ist Kupfer. Ich finde das aber ganz okay in dem Gebiet hier. Das ist noch alles machbar. Wenn ich jetzt bis da zum Kupfer müsste, würde ich den Seed, glaube ich, nicht nehmen. Beziehungsweise würde den Seed neu generieren lassen mit den gleichen Daten, dann würden wir an einer anderen Stelle landen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Also ich habe auch kein Problem damit, wenn mir irgendwie das im Spiel zu problematisch wird, das Ganze einfach neu zu starten. Also das, ja. Okay, hier müssen wir ein bisschen Bäume-Kahlschlag betreiben, damit wir ans Kupfer können. Denn, wie man sieht... Oh, wir brauchen vor allen Dingen erstmal eine... Spitzhacke. Ich mach gleich mal zwei, denn die verbraten sich einfach relativ schnell im normalen Spiel. Also wie man sieht, wir sind hier... Da wir ja auch Holz brauchen, für Kisten und für Pfosten und was weiß ich nicht alles, finde ich es jetzt nicht so schlimm, hier ein paar Bäume abzuholzen. Normalerweise versuche ich immer so viel Wald wie möglich stehen zu lassen. Das hat den Vorteil, dass die Umweltverschmutzung nicht so schnell um sich greift. Wenn man das hinbekommt, ist das echt gut. Also ich habe das letztes Mal geschafft, da habe ich in einem Wald Rohöl abgebaut. Hatte also mehrere Fördertürme, hatte aber immer ringsum so Gebiete, in denen einfach noch Wald stand. Und dadurch war die Umweltverschmutzung ganz, ganz gering. Also ich habe das
ich spiele das auch noch weiter, dieses Spiel. Da bin ich schon relativ weit, habe eine ziemlich große Basis, eine ziemlich große Fabrik, aber immer überall Wald und sogar in der Fabrik zwischendurch so kleine Flecken Bäume stehen lassen. Die Umweltverschmutzung insgesamt ist relativ niedrig und dann haben die Aliens nicht so schnell einen Grund, mich anzugreifen, weil wenn es zu viel wird, greifen die eben halt an. Also wenn man ihnen, auch wenn man ihnen zu nah auf die Pelle rückt mit irgendwas. Upsa, nein, ich wollte die Bäume hier. So. Man könnte jetzt sagen, es ist total uneffizient, was ich mache. Es gibt aber leider keine automatisierte Möglichkeit, Bäume zu fällen. Das kann man wirklich nur per Hand machen. Und auch wenn die Zeit so ein bisschen läuft, weil man ja nie weiß, wie schnell die Aliens dann irgendwas tun, ist, solange ich jetzt hier nichts mache, was das Ökosystem total beeinflusst, brauche ich jetzt nicht damit rechnen, dass die Aliens mich sofort angreifen. Darum kann ich jetzt erstmal hier so ein bisschen eine Schneise machen. Das Spiel speichert automatisch alle paar Minuten. Das ändere ich auch. Also habe ich auch extra so gelassen. Dann brauche ich meistens nicht speichern. Ich habe bis jetzt auch noch nicht großartig irgendwelche Schritte bedauert und zurückgehen müssen. Ich habe einmal eine Karte neu gestartet, weil ich mich so verbaut hatte und so verwurstelt hatte in meinen Bauplänen, dass ich da überhaupt nicht mehr klargekommen bin und das einfach nochmal neu gemacht habe. So, jetzt das lassen wir schon stehen. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon ganz, ganz viel Holz. Jetzt muss ich nochmal gucken. So, hier ist die Kohle, hier ist das. Hier war Stein, ja. So, jetzt brauchen wir, wir brauchen auf jeden Fall noch einen zweiten Erzförderer. Anders geht es nicht, deswegen, ich brauche für die Kohle gleich zwei Erzförderer als allererstes. Darum werde ich jetzt einmal einen hinstellen, der Eisenerz abbaut, um schon mal ein bisschen was zu kriegen. Ich werde aber schon mal Steine kloppen. So. Damit es reicht für zwei Schmelzöfen. Und ja, wenn man jetzt hier nicht aufpasst, wenn man hier an solchen Gebieten zu nah beieinander Kohle und Erz abbaut, dann kann das, je nachdem, was man von der Produktion hat, echt zu Problemen führen, habe ich festgestellt. Deswegen baue ich das mal hier unten. Und ich baue das auch wirklich hier unten an den Rand. Ich habe schon nämlich jetzt eine Idee, wie ich... Ja, ich soll... Ich könnte Holz reinschmeißen, aber ich finde Holz immer so verschwendet als Befeuerungsmittel, weil Kohle viel effizienter ist. Und ich letztlich dann gleich auch nicht so wahnsinnig viel brauche. Ich brauche ein ganz klein bisschen. So. Brauche ein ganz, ganz klein bisschen davon. Einmal so. Ein Förderer. Ich kann noch keine. Ich brauche Eisen dafür. Ja. Ich mach das mal eben per Hand, das geht schneller. Sozusagen. Parallel. Bisschen Eisenerz abbauen. Damit der Förderer... Ich brauche mal ein paar Kisten. Man kann das direkt in eine Kiste. So. Ich stelle mir mal ein paar Stahlplatten her, damit ich ganz schnell weitere Erzförderer machen kann. Das brauche ich jetzt nicht in der Schnellleiste, die Kisten. Oder doch, Moment, ich leg's mal da hinten hin. So. Ja, ist alles jetzt ein bisschen rudimentär so. Was habe ich denn jetzt gemacht? So rum wollte ich das. So, ja, wir könnten jetzt schon mal einen Greifarm, aber den will ich gerade gar nicht. So, wir brauchen noch mehr Eisenplatten. Wir brauchen 9 Eisenplatten für einen. So. Jetzt können wir einen herstellen. Wir brauchen halt wieder Eisenplatten dann. Einen haben wir schon mal. Ja, ich sollte Erz reinlegen, damit er auch was herstellen kann, ne? Ja, der hat jetzt hier schon nichts mehr zum Verbrennen.
Komm, legen wir mal ein bisschen Holz rein, so lange. Bis das... So, jetzt können wir nämlich noch den nächsten Erzförderer machen. Und jetzt ist es nämlich total einfach. Was wir machen, ist Folgendes. Wir setzen einen einen Kohleförderer hier. So, nein, so rum. Hin. Und den anderen so rum. Dann schmeißen die sich gegenseitig die Kohle rein. Wir brauchen auch nur ein ganz klein bisschen in einen reinpacken. Der fördert jetzt. So, das ist schon die erste automatisierte Abbaumethode. Die habe ich mir übrigens abgeguckt im Let's Play von Gerugon, der sehr ausführlich Factorio Let's Played hat. Und das fand ich total spannend. Da habe ich dann direkt gesagt, oh, das muss ich mir merken. Das ist ja eigentlich die einfachste Automatisierung hier an dieser Stelle. Und man muss halt nur ab und zu dann hinlaufen und sich das abholen. Weil wenn man hier einen... Obwohl, man kann, glaube ich, auch einfach einen Greifarm an einen positionieren. Weil der andere fördert ja trotzdem weiter dann. Muss ich mal gucken, ob das geht mit einem Greifarm. Oder ob der dann irgendwann leer läuft. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Meistens mache ich das am Anfang nur... Weil die sich halt einfach endlos weiter befeuern, bis dieses Vorkommen erschöpft ist. So, wenn ich jetzt genug Eisenplatten habe. Muss ich noch einen... Ja, ich weiß. Du möchtest Kohle. Ich gehe dir jetzt Kohle holen. Du möchtest Kohle. Dann nehme ich dann einfach... halt hier immer einmal raus... noch einmal raus. Die laufen ja endlos weiter. Damit passiert ja nichts. Also man macht da ja nichts mit kaputt. So, da packen wir jetzt gleich mal die ganzen rein. Und dann baue ich nämlich gleich erstmal einen Greifarm, weil mich das nervt, immer hier hin und her packen zu müssen. Bauen wir einmal ab. Da geht auch nichts kaputt. Das ist das Schöne. Es geht hier endlos weiter. Noch ein Greifarm. Ja, ich weiß, der Greifarm braucht auch noch was. Und erstmal setze ich den hier auf die Seite. Ich gehe nochmal Kohle holen. Also das geht super schnell, wenn die hier dann sich Kohle zusammenholen. Wo ist denn die Kohle hin? Wo habe ich die Kohle hin? Hä? Was habe ich denn mit der Kohle gemacht? Ich habe die doch gerade rausgenommen, oder nicht? Ich habe die dann da reingetan. Super. Statt in mein Inventar habe ich... Statt aus beiden Kohle rauszunehmen, habe ich einfach nur umverteilt. Okay. Ja, also, ne? Holz geht auch, aber das verbrennt halt schneller. So. Jetzt haben wir hier natürlich... Wir fördern im Augenblick... lediglich Kohle und Eisen. Und wir brauchen auf jeden Fall aber noch Stein. Das heißt, ich werde... ich muss jetzt erstmal nochmal Stein kloppen, damit ich einen weiteren automatischen Förderer, also Erzförderer machen kann. Holz brauche ich jetzt erstmal nicht mehr abkloppen in der nächsten Zeit. Das muss man sonst auch immer wieder machen, weil man Kisten braucht und weiß ich nicht. Und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man... nicht ständig hin und her rennt und Holz noch nebenbei hackt. Das reicht schon, wenn man hier am Anfang noch immer mal wieder Hand anlegen muss und solche Ressourcen sich zusammensammelt. Ich mache schon mal zwei Schmelzöfen und ich würde furchtbar gern mehr Fließband machen. Fließband brauchen wir auf jeden Fall. So, den setzen wir mal hier hin. Und da setzen wir mal gleich die 6 Fließbanddinger hin. Ich weiß, das ist noch nicht viel. Ich brauche noch wieder Eisenplatten. Die hole ich mir. Ach genau, ich wollte noch einmal schnell nachschauen. Ja, man sieht hier eine ganze Menge. Charaktermenü. Also ich nenne das Inventar. Aber gut, man kann es auch, ne? Produktionsstatistik. Irgendwo konnte man... Erweiterte Informationen war es, glaube ich.
Denn, ja, perfekt, so. Also mit der Alt-Taste. Dann kann man sich nämlich immer genau anzeigen lassen, was in den Kisten ist. Was bei vielen Kisten, also wenn man sehr viele Kisten hat, nachher wirklich eine sinnvolle Sache ist. Also, man kann auch, glaube ich, hier mit Steuerung links, dann macht der, genau, der macht jetzt alles, was geht an, an Förderband. So, und ich will das hier rüberziehen. Ich würde es eigentlich noch gerne noch weiterziehen. Ah ja, wir haben noch mehr. Mehr kriegen wir nicht mehr. Okay. Ich könnte noch mal hier ein bisschen von dem Erz reintun. Hier. Steuerung und Linksklick auf die Kiste reicht auch schon. Also, wir könnten jetzt sogar schon Eisenkisten herstellen. Ich stelle mal Förderband her. Und also, vielleicht gehen wir jetzt einfach mal durch, was man alles schon machen kann. Also, wir können hier halt verschiedene Zweige des Handwerks ausbilden. Da gibt es einmal die Logistik, da gehört alles zu, was in irgendeiner Form zur Befeuerung, zur Bewegung oder so gehört, aber auch Strommasten, wobei Strommasten gehören ja auch zum Transport von Strom. Also alles, was irgendwie Transport oder Unterbringung betrifft, ist unter Logistik. Auch die Rohstoffe fallen zum Teil unter Logistik aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, vielleicht ist es wegen Steinweg. Genau, es ist halt, damit man die Laufgeschwindigkeit erhöhen kann. Finde ich auch eine tolle Sache. Muss mit irgendeinem Patch neulich gekommen sein, denn als ich das letzte Mal gespielt habe, meine ich, gab es das nicht. Also das Spiel wird auch kontinuierlich noch erweitert und es ist auch sehr modfreundlich. Es gibt also zahllose Mods dazu und ich finde es immer wieder toll, wie so kleine Spiele oder Spiele von so kleinen Spielemachern irgendwie einen stundenlang beschäftigen können. Das war bei mir mit Banished zum Beispiel auch so. Was ja auch eigentlich ein kleines Spiel ist. Und was ich absolut genial finde, ist, wie reibungslos es funktioniert. Also es ist mir noch kein einziges Mal abgestürzt. Man kann hier einfach durchscrollen, man kann die Karte groß und klein machen, alles. Es stürzt nichts ab. Also das ist wirklich sehr angenehm. So, im Handwerksbereich machen wir natürlich alles, was irgendwie mit der Produktion hier zu tun hat. Auch das Labor, in dem wir weitere Technologien erforschen. Das müssen wir auch dann relativ bald bauen. Also das ist eigentlich mein Ziel, dass ich relativ schnell Labore errichten kann. Und diese Labore benötigen zur Forschung nachher diese Pakete. Erstmal nur zwei, aber das geht hoch bis, ich glaube, bis blau, bis vier. Ja, und dann halt noch Kampf. Und das ist alles hier noch relativ klein, wenn man sich dann das Forschungsmenü anguckt. Ja, das ist schon ein bisschen größer. Da sieht man, welche Technologien wir jetzt schon bereits forschen können. Also zum Beispiel Automatisierung, die dann letztlich alles nochmal irgendwie zusätzlich freischaltet. Also die Automatisierung schaltet die Elektrotechnik frei. Die Elektrotechnik teilt sich dann in verschiedene Zweige auf, wo auch die Forschung zugehört und was weiß ich nicht alles. Und es gibt dann so Dinge wie die Stahlverarbeitung, die nötig ist, um hier alle Punkte irgendwie abhandeln zu können. Ist ja klar, braucht man für alles. Dann gibt es so Sachen wie diesen Werkzeuggürtel. Das finde ich total toll. Für die Schnellleiste dann zu erhöhen, das braucht man später auch. Es gibt dann Eisenbahnen und also das ist total toll. Das ist, wer in seiner Kindheit gerne mit Lego und Fischertechnik zusammen irgendwelche Dinge gebaut hat, der wird hier, glaube ich, viel Spaß haben. Also ich habe das früher immer gemacht. Ich habe immer Städte aus Lego gebaut und dann meine Eisenbahn und mein Fischertechnik-Gedöns dann noch da drumrum gebaut. Deswegen, also ich finde solche Spiele halt toll. Ja, dann gibt es hier halt die Optik, mit der können wir Solarenergie erforschen. Das werde ich auch auf jeden Fall machen, denn das hilft schon, auch ein bisschen die Umweltverschmutzung zu reduzieren, die durch die Stromgewinnung mit der Dampfmaschine entsteht. Und also es ist ein tolles Spiel.
Und ich kann eigentlich nur sagen, kauft es und unterstützt den Hersteller oder den Programmierer dieses Spiels auf jeden Fall damit. Und das ist, ich glaube, mittlerweile sind wir nicht mehr im Early Access. Wir waren mal, oder ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemals Early Access war oder ob es dann direkt, als es veröffentlicht wurde, auf Steam gelandet ist. So 50 voll. Es ist einfach ein super tolles Spiel und macht unglaublichen Spaß zu spielen. Und ja, muss ich nur mal gesagt haben. So, jetzt haben wir eigentlich die Reichweite fast... haben wir noch nicht ganz. Ich mache noch mal ein paar. Ich habe überlegt, ich möchte meine Fabrik hier so in dem Bereich anfangen. Und also den Anfang der Produktion und nachher das Ganze hier nach oben verlagern. Oder das so ein bisschen zweigeteilt zu machen. Ich möchte hier den Bereich machen, wo alles irgendwie mit Herstellung zu tun hat. Und hier oben möchte ich dann die Forschung hinsetzen. Da muss ich mal gucken. So, wir brauchen... Was brauchen wir denn als nächstes? Wir müssen jetzt mal Strom gewinnen. Wir brauchen einen Heizkessel. Wir brauchen noch einen. Wir brauchen mehr Steine. Ja, ich muss mal gucken. Ich muss was machen, dass ich die... Ach ja, genau. Ich brauche Greifarme, die das Ganze hier von runterholen und in eine Kiste packen. Das muss ich als erstes machen. Schon total peilt hier. Zu viel gequatscht, was ich machen will. Und ja. So, sind wir mal großzügig direkt mit der Kohle. Also meist packe ich da so gleich 50 rein, wenn es geht. Ah, der hat schon bald keinen mehr. Dann machen wir mal Holz durch Kohle ersetzen. Der hat noch ein bisschen. Der hat auch noch ein bisschen. Dem geben wir noch mal was dazu. Wir brauchen mindestens 3 Heizkessel. Wir brauchen die Dampfmaschine und wir brauchen die Offshore-Pumpe. Und dafür brauchen wir Kupfer. Ja, wir brauchen Kupfer. Kupfer war hier unten. Das heißt, ich werde jetzt erstmal... so einen noch bauen. Und so einen. Und 1, 2. Und dann hoffentlich gleich noch mehr Platten haben, um... nicht so wahnsinnig viele. Ich möchte gerne so viel Fließband wie möglich, weil wir müssen ja das auch wieder von hier hinten... Also hier müssen wir jetzt wirklich einiges wegtransportieren. Das ist eine ganz schön große Strecke. Ich habe eben schon gesagt, es ist sehr groß. Das ist ein sehr langer Weg, aber mit Fließband geht es eigentlich. Vor allem, wenn wir nachher die schnelleren Fließbänder erforscht haben. Das ist dann richtig gut. Also damit geht es dann wirklich klasse. So, einmal direkt hier. So, wir machen jetzt erstmal so weit, wie es geht. Ja. Okay, das ist das Ende des Fließbandes. Da brauchen wir... Ja, wir brauchen mehr. Du kriegst schon mal 25 Kohle. Das ist so ein bisschen blöd. Am Anfang, vor allem wenn der Laufweg so weit ist, ist das halt noch ein bisschen blöd. Das wird aber besser, je weiter man spielt und je weiter man vorangeschritten ist. Am Anfang ist es halt alles noch sehr rudimentär. Ich baue mal eine Eisenkiste und platziere die einfach mal hier hin und lager mal alles, was ich jetzt nicht sofort benutze, da ein. So. War es jetzt doof? Nee. Ja. Nee, jetzt habe ich die... Nein. Ich bin total verwirrt. So. Ich wollte eigentlich noch Laufband herstellen. Laufband. Ich habe schon wieder Laufband gesagt. Fließband. Das sieht halt aus wie so ein Trainingsband. Ne? Ihr wisst schon, diese Laufbänder und so. So, wie weit brauchen wir denn? Ich muss mal wegscrollen.
brauchen. Boah, wir haben hier schon eine ganze Ecke drin und wir brauchen noch eine ganze Ecke. Und ich habe mich jetzt gerade eben vertan. Seht ihr das? Ich habe mich hier gerade eben vertan. Ich war irgendwie ein bisschen verpeilt. Aber ich werde das jetzt nicht alles neu machen. Wie doof. Das war jetzt echt der Klassiker. Nein. Nee, was macht er denn? Warum hat er denn das jetzt aufgemacht? Ich glaube, ich brauche ein Laufband mehr für das, was ich jetzt machen muss. Oder geht das? Ja, mir fehlt jetzt ein Laufband. Fließband. Ja, Verpeiltheit und so. Auch ich habe einen ganz schönen Verpeiltheitsfaktor, fürchte ich. Bisher habe ich aber immer noch alles hingekriegt hier. Aber ich habe hier auch schon gestanden und mich gefragt, warum bestimmte Sachen nicht funktionierten. Und dann fiel mir erst auf, wie das jetzt gerade. Ich dachte so, Mensch, das müsste eigentlich bis hier voll sein, das Förderband. So, einmal hoch. Ich finde es super. Man kann es also wirklich auch auf diese Entfernung. Also es ist richtig, richtig cool. Aber ich glaube, ich muss noch einen zweiten. Ich brauche einen zweiten Erzförderer. Ich habe zu wenig Eisenerz. Eindeutig. Und dann müssen wir das mal auch ein bisschen hier automatisieren mit der Herstellung. Mit dem Weitertransport. Wir müssen das hier mal anders machen. Also ich fange schon an. Jetzt muss ich schon umstricken, was ich gemacht habe, weil das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist eine Holzkiste, die hier steht. Das jetzt alles, das ist alles jetzt nicht sehr professionell. Ich bin jetzt gerade ein bisschen machen wir das mal so, weil ich möchte es eigentlich so kurz wie möglich und gleichzeitig den Weg so, also dass ich hier auch weitere Erzförderer noch zusetzen kann, die von weiter hier vielleicht drauflaufen. Deswegen mache ich das noch mal ein bisschen weiter. Und ich möchte natürlich auch die Möglichkeit haben, hier nachher mit gesplitteten Laufbändern zu arbeiten und sowas alles. So. Ja. Lassen wir den mal hier hin. Ja, die haben natürlich jetzt beide keine Kohle. Die kriegen jetzt beide gleich 50. Und dann machen wir mal. Du kommst hier hin. Aber ich muss unbedingt eine Lampe bauen. Ja, also man braucht schon Kisten, relativ viele am Anfang. So, jetzt haben wir hier, so die Dinger stehen schon wieder. Jetzt müssen wir vor allen Dingen ganz schnell. Ja, der braucht auch bisschen Erz. Ist jetzt alles noch nicht so perfekt, wie ich das gerne hätte, aber am Anfang ist es wirklich. Erstmal alles so hinbauen, wie man es irgendwie, wie es irgendwie geht. So, und den setze ich mal ein bisschen weiter. Den könnte ich. Ne, den setze ich mal hier hin. Das muss ich später anders machen. Das geht so gar nicht. Das widerstrebt meinem. Aber so kriegen wir auf jeden Fall relativ zügig genug Erz. Ach, der hat auch nicht. Das kann man von relativ weit eigentlich drauf zugreifen. Das ist ganz gut.
So, ich muss vor allen Dingen gucken, dass ich jetzt endlich die Elektrizität hinbekomme. Dazu muss ich aber endlich hiermit weiterkommen. Ich brauche mehr Förderbänder, nicht Laufbänder, Förderbänder. Weil ich ja gerne hier oben dann auch, also hier möchte ich so den Hochofenbereich. Ich werde da so mehrere Hochöfen nebeneinander setzen später. Vor allem dann die, nicht die mit Kohle befeuerten Hochöfen, die auch deutlich effizienter sind. So. Schon wieder kein Stahl mehr. Also wir verbraten hier ganz schön viel Stahl gerade. Oder beziehungsweise nicht Stahl, sondern Eisen. Später verbrät man auch Stahl. Und zwar nicht in kleinen Mengen. Also muss ich mal sagen, das ist schon richtig heftig viel. Reicht das? Ja. Gut. Wir haben da. Haben da. Wir haben da. Ja, Artikulation ist wieder perfekt. Greifarme 2. Wir haben noch Kisten. So. Jetzt machen wir auch einen Greifarm. Einen Hochofen. Damit das Ganze nicht so. Ich es hier mache. Ja. Da noch eine Kiste hin. Ich weiß gar nicht, ob das geht oder ob der schon zu weit darüber ist. Kann sein, dass der dann zu weit. Komm, hier machen wir mal die restlichen Holzdinger. Geht das? Doch, passt. Okay. Und sobald wir jetzt hier. Noch einen. Hochofen. Schmelzofen. Hochofen. Noch sind das ja nur Schmelzöfen. Das ist immer schlimm. Ich will mal, komm immer ans Inventar und will eigentlich nicht das Inventar. Hallo? So. Kiste. Sammeln wir nochmal Kohle ein. Ein bisschen Kohle. Hier ein bisschen Kohle. Hier nochmal ein bisschen Holz. Wir haben ja genug. Es ist ja nicht so, dass wir kein Holz rundum hätten. So, hier kommt jetzt nichts, weil der keine Kohle hat. Ja, dem geben wir jetzt auch nochmal Holz. Aber wie man sieht, hier wird ja jetzt schon eifrig gefördert. Wir müssen nur gucken. Wir brauchen jetzt demnächst ein zweites Förderband, nicht Laufband, das hier runter geht und hierhin Kohle bringt, solange wir mit. Oder aber ich muss jetzt ganz schnell die Elektrizität machen und dann kann ich die Dinger nämlich auch ganz schnell ersetzen durch elektrische Fördergeräte. Das werde ich vielleicht eher machen. Ja, ich glaube, das werde ich eher machen. Ich gucke, dass ich jetzt ganz schnell die genug Rohstoffe habe, um hier die Pumpen und was weiß ich nicht alles herzustellen. Und dann kann ich die Dinger noch benutzen, um Kohle. Also ich werde jetzt hier nichts mehr weiter dann damit machen. Ich werde vielleicht den für Stein noch lassen. Stein geht eigentlich, obwohl wir später auch ganz schön viel Stein brauchen, wenn wir uns noch eine kleine Mauer bauen müssen. So, wir brauchen eine Offshore-Pumpe. Die wird jetzt schon hergestellt und jetzt kommt der Schritt, gut, den ich eigentlich noch gar nicht machen kann. Ich habe was vergessen, nämlich die ungefähr 50 Millionen Rohre, die ich brauche. Ich brauche sowieso verdammt viele Rohre, darum stelle ich jetzt mal alles her, was ich herstellen kann. Das ist nicht zu viel, wirklich nicht. Und ich werde auch noch mal, ja, da brauchen wir 6. Ja, mache ich jetzt auch. Ja, wenn er hiermit fertig ist, weil wir brauchen wirklich total viel davon.
Kann ich jetzt schon eine Lampe herstellen? Nö, geht noch nicht. Die Lampe können wir erst herstellen, wenn wir auch Elektrizität haben. Das schaltet dann noch einiges frei. Aber wir können ja schon mal gucken. Also ich muss Kohle hier rüber kriegen. Ist so dunkel. Ich weiß gar nicht, ob ihr da überhaupt was sehen könnt. Also hier ist ja die Kohle. Und ich werde hier runter, also ich muss hier runter ein Förderband laufen lassen. Hier mache ich es dann unterirdisch. Das heißt, ich werde hier meine Dampfmaschine hinsetzen. Irgendwo. Beziehungsweise hier kommt das Förderband mit der Kohle für die. Ah, das machen wir anders. Die Pumpe kommt hier hin. Ich mache einmal so. Dann mache ich jetzt einmal so und einmal so, damit wir hier einen Durchgang haben, damit wir hier so durchlaufen können. Ich könnte das sogar noch eins weitersetzen eigentlich. Ich könnte das auch direkt hier dran setzen. Machen wir anders. So. Das hat halt immer den Vorteil, wenn man solche unterirdischen Sachen macht, dass man zwischendurch dann hier laufen kann. Das ist. Ja. Hier machen wir mal. Hat er das jetzt automatisch gedreht? Ich sehe das gerade nicht richtig. So, doch, jetzt. Ja, scheint er automatisch gedreht zu haben. Ja, okay, das sieht man nicht, weil. Ja, okay. Da ist dann der eigentlich sehr praktische Alt-Tech blöd. So, ich finde das total spannend, dass man hier sehen kann, die Luftbläschen im Wasser. Und man sieht auch nachher eine Veränderung, wenn das Ganze an die wirklich an die Dampf. Also an die Heizkessel angeschlossen ist und in die Dampfmaschine reingeht. So, und die stellen wir mal. Hallo? So hin. Und jetzt müssen wir das befeuern. ja, das ist jetzt halt der einzige Punkt, wo ich hier am Anfang ein bisschen zu weit alles transportieren muss. Was ich blöd finde. Mache ich das jetzt schon gleich so? Die Dinger werden immer mit Kohle befördert. Ich werde also grundsätzlich Kohle brauchen. Ohne Kohle geht nicht. Also die kann man nicht ohne Kohle befördern. Und ich stelle auch schon mal 50 Strommasten her. So, das läuft alles im Augenblick hier unten. Das dauert auch immer eine ganze Weile. Allein aus dem Grund brauchen wir bald hier ein irgendwie eine Produktionsanlage. Aber das kriegen wir erst, wenn wir Strom haben. Also wenn wir dann auch wirklich Strom nutzen können. So, ich packe jetzt mal hier 25 rein, obwohl der braucht meistens die 50 und die weiter hinter sind, die reichen meistens weniger Kohle. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ja gut, hier muss er das erstmal das hauptsächlich befeuern, denke ich. Das ist das. So, der stellt jetzt hier gerade noch wie ein Weltmeister das Band her. Ach nee, das hat er schon. Der stellt jetzt gerade den Weltmeister die Strommasten her und wandelt gerade das Holz in Holzplanken um. Jetzt macht er das ganze Kupferkabel und dann macht er gleich die Strommasten, ja. Ja, schön. Wir könnten schon mal gucken, was brauchen wir denn für. Ja, elektronischer Erz oder elektrischer Erzförderer, da brauchen wir auch ganz schön viel Kupfer und auch Eisen für. Quatsch, ja, Eisenplatten für. Okay, ja, da fängt's an. Wir können dann das Stromnetz ziehen und alles weitere. Aber ich denke mal, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall noch weiter aufnehmen. Was jetzt oder. Wie viele Folgen ich mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht höre ich irgendwann auf, wenn es katastrophal daneben geht. Keine Ahnung. Schreibt mir doch mal, ob es euch überhaupt interessiert, wenn ich sowas spiele. Dann, ja,
Wenn nicht, kann ich mir das ja sparen. Ich spiele das Spiel ja so auf jeden Fall. Und vielleicht spielt ihr das ja auch selber und habt auch noch ein paar Tipps oder erzählt mal, wie ihr das überhaupt so aufbaut und wie ihr das alles, ja, wie ihr eure Fabriken konzipiert, ob ihr da direkt von Anfang an mit einem gewissen Plan rangeht und euch ein Gebiet aussucht, wie ich das jetzt gemacht habe, wo das geht und wo ihr euch schon auch vorher überlegt, wie ihr nachher die Herstellung und die Fabrik aufbaut, würde mich echt interessieren. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Ihr dürft auch gerne kommentieren, sowohl positiv als auch negativ. Da freue ich mich immer drüber. Also über negativ freue ich mich nicht direkt, aber ich nehme konstruktive Kritik gerne an. Und wenn es euch gefallen hat, hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge bei Factorio. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.